Warum sollen wir ausgerechnet Sie einstellen? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Du bist kurz davor, dass dein Traum in Erfüllung geht. Du bekommst vielleicht bald eine Arbeit in Deutschland. Du hast dich beworben und hast sogar schon eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Und nun bricht die Panik aus. Was erwartet mich? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Mach dir keine Sorgen, ich bin für dich da. In diesem Video zeige ich dir die 10 typischen Fragen, die Arbeitgeber in Deutschland während eines Vorstellungsgesprächs stellen können. Mach dich bereit und lass uns beginnen. Los geht's! Bevor wir starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du alle Fragen aus dem heutigen Video in meinem kostenlosen PDF findest. Dieses PDF ist auch direkt unter dem Video verlinkt. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst den Zugang zu meinem PDF-Pool. Ja, was erwartet dich in diesem PDF-Pool? Dort kannst du nicht schwimmen, nein, aber du kannst dort ganz viele PDFs finden, die ich in den letzten Jahren erstellt habe. Alles absolut kostenlos, damit du noch besser auf Deutsch sprichst und schreibst. Dort gibt es auch mein gratis E-Book 10 Power-Schritte zum effektiven Deutschlernen. Ich denke, es wird dir gefallen. Lade dir also mein kostenloses Material herunter und fange an, mit mir zu lernen. Im Vorstellungsgespräch geht es in erster Linie darum, sich besser kennenzulernen. Auch wenn jedes Vorstellungsgespräch individuell verläuft, gibt es Fragen, die besonders häufig gestellt werden. So wollen die Personaler herausfinden, ob du zur Stelle und zum Unternehmen passt. Am besten nehmen wir eine konkrete Situation. Stelle dir mal vor, ein großes internationales Unternehmen mit einem Standort in Deutschland sucht eine Deutschlehrerin, die Unterricht direkt in der Firma geben kann. Natürlich habe ich mich sofort beworben und sogar schon eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen. Übrigens, man kann beides sagen, das Bewerbungsgespräch oder das Vorstellungsgespräch, das sind Synonyme. Und das hier sind die typischen Fragen bei einem Vorstellungsgespräch. Können Sie etwas über sich erzählen? Gib eine kurze, überzeugende Antwort, die beweist, dass du der beste Kandidat oder die beste Kandidatin für die Stelle bist. Ich habe schon ein Video aufgenommen, in dem ich erkläre, wie man sich am besten im beruflichen Kontext vorstellen sollte. Schau es dir unbedingt an, das brauchst du an der Stelle. Du solltest auf jeden Fall schon vorher eine konkrete Antwort vorbereiten. Allerdings möglichst kurz und präzise. Du kannst deinen Text auch gern aufschreiben und auswendig lernen, aber schreibe bitte keinen Roman. Ich gebe dir aber noch einen Tipp. Für die Gliederung kannst du dich an der inzwischen geläufigen Formel orientieren. Ich bin, ich kann und ich will. Und jetzt gebe ich dir gern ein Beispiel. Mein Name ist Maria Hasbulat, ich bin 38 Jahre alt und Deutschlehrerin mit 15 Jahren Berufserfahrung. In den vergangenen Jahren war ich an einer internationalen Sprachschule tätig und habe Deutschkurse auf allen Niveaus von A1 bis C1 durchgeführt. Dabei konnte ich nicht nur hunderte Deutschlerner zum Prüfungserfolg führen, sondern auch aktiv bei der Organisation verschiedener Veranstaltungen mitwirken, was für die offene Stelle bei Ihnen besonders interessant sein dürfte. Diese Erfahrungen würde ich nun gern nutzen, um mich in Ihrem Unternehmen weiterzuentwickeln. Meine Stärken passen gut zu den Herausforderungen der ausgeschriebenen Position. Du siehst ja, ich beziehe mich die ganze Zeit auf die Stellenanzeige. Das ist besonders wichtig. Das wollen Sie hören. Nun sind wir bei der zweiten Frage. Was ist Ihre Motivation? Tja, eine sehr wichtige Frage. Hast du dich gezielt um diese Stelle beworben oder hast du vielleicht schon 50 Bewerbungen geschrieben in der Hoffnung, dass es irgendwo klappen würde? Du weißt ja, Geld ist nicht alles.
Das, was du machst, sollte dir auch Spaß machen. Ich denke, du hast wirklich die besten Chancen auf die Stelle, wenn es wirklich deine Leidenschaft ist. Denn das spürt man sofort. So hätte ich diese Frage beantwortet. Deutschunterricht war schon immer meine größte Leidenschaft. Es macht mir unendlich viel Spaß, meinen Schülern die Grammatikregeln zu erklären und neue Wörter beizubringen. Ihre Lernerfolge zu beobachten, bereitet mir große Freude. Da ich weiß, dass Sie die besten Fachkräfte aus aller Welt in Ihrem Unternehmen beschäftigen, ist es für mich eine große Ehre, solchen talentierten und hochmotivierten Menschen als Deutschlehrerin zur Seite zu stehen. Das nenne ich Motivation. Und ja, Deutsch ist meine Leidenschaft. Und was ist eigentlich deine Leidenschaft? Schreib mir gern einen Kommentar. Und so sind wir schon bei der Frage Nummer 3. Genau. Was sind Ihre größten Stärken? Tja, was sind denn eigentlich meine Stärken? Bitte beachtet, dass sich der Personaler immer auf die jeweilige Position bezieht. Ist es gut oder schlecht für die Position, um die du dich bewirbst? Wichtig ist, dass du auch hier ehrlich bleibst. Man sollte immer ehrlich sein. Lügen haben kurze Beine, das weißt du ja. Wenn du aber über deine Stärken sprichst, solltest du nicht überheblich wirken. Überheblich bedeutet sich selbst überschätzend. Und das könnten mögliche Stärken sein. Zielstrebigkeit, Flexibilität, Kritikfähigkeit, Organisationsgeschick, Durchsetzungsvermögen oder Kommunikationsstärke. Ich gebe dir gern ein Beispiel. Eine meiner Stärken liegt in der Organisation, sei es bei der Unterrichtsdurchführung oder auch bei gemeinsamen Projekten. In meiner aktuellen Position habe ich parallel Unterricht auf verschiedenen Niveaus durchgeführt und auch mehrere Veranstaltungen wie zum Beispiel unser jährliches Sommerfest organisiert. Es fällt mir leicht, den Überblick zu behalten und alle Fäden zusammenzuführen. So könnte man zum Beispiel über seine Stärken sprechen. Du hast vielleicht auch gesehen, ich habe ein konkretes Beispiel gegeben. Ich habe das Sommerfest erwähnt. Du darfst gerne oder du solltest auch an gewissen Stellen konkreter werden und Beispiele geben. Dann lass uns direkt üben. Schreibe über deine Stärken in die Kommentare. Ich bin gespannt. Frage Nummer 4 ist die logische Fortsetzung von der Frage Nummer 3. Genau, und die Frage Nummer 4 lautet: Was sind Ihre größten Schwächen? Während es meist einfach ist, über Stärken zu sprechen, fühlt sich die Frage nach Schwächen oft unangenehm an. Lass diese Frage aber nicht aus und plane ein paar Beispiele ein. Und das könnten mögliche Schwächen sein: Ungeduld, Überpünktlichkeit, Sturheit, Detailbesessenheit, akribische Arbeitsweise, Perfektionismus. Hier gebe ich dir gerne einen Tipp. Die Schwächen sollten so vorgetragen werden, dass diese wiederum als Stärken interpretiert werden können. Sei schlau! Sagst du zum Beispiel, dass du perfektionistisch bist, so wie ich, zeigt das auch, dass du sehr genau und motiviert arbeitest. Und so könnte deine Antwort aussehen. Gerade auf meinem Fachgebiet packt mich meistens der Ehrgeiz. Ja, ich bin manchmal perfektionistisch, aber genau das haben schon immer meine Vorgesetzten und Kollegen an mir geschätzt. Denn man kann sich immer auf die Qualität meiner Arbeit verlassen. Hast du auch irgendwelche Schwächen? Na klar, jeder hat sie. Lass uns üben und schreib sie in die Kommentare. Welche Schwächen hast du? Und sei ehrlich, versuche aber deine Schwächen so zu positionieren, dass sie als Stärken klingen. Das ist eine Kunst. Die nächste Frage ist die Frage Nummer 5. Warum sollen wir ausgerechnet Sie einstellen? Um diese Frage richtig beantworten zu können, solltest du vorher die Stellenausschreibung ganz genau studiert haben. Und jetzt solltest du anhand der Anforderungen erklären, warum gerade du mit deinen Fähigkeiten und deiner Erfahrung die perfekte Besetzung für diese Stelle bist. Führe auch gern Beispiele an. Konkrete Beispiele sind immer von Vorteil. Du kannst auch gern betonen, warum du dich möglicherweise von der Konkurrenz abhebst.
Was macht dich besonders? Was zeichnet dich aus? Besser gesagt, warum kannst du den Job besser machen als die anderen? Auch hier kannst du nochmal gern auf deine Motivation eingehen. Es werden in der Regel Leute eingestellt, die sich mit dem jeweiligen Unternehmen identifizieren können. Hier ist natürlich ein gutes Maß an Selbstbewusstsein, aber auf der anderen Seite auch Bescheidenheit gefragt. Wenn du dich mit deinen potenziellen Mitstreitern vergleichst, darfst du trotzdem niemanden angreifen. Bleib respektvoll und freundlich. Achte auf deine Wortwahl, egal worüber du sprichst. Und so könnte eine Antwort aussehen. Für die Stelle als Deutschlehrerin brauchen sie jemanden, der gut mit Menschen unterschiedlicher Herkunft umgehen kann. Sie suchen jemanden, der lösungsorientiert denkt und die Bedürfnisse der Schüler immer im Blick hat. Durch meine langjährige Erfahrung im Bereich Deutsch als Fremdsprache bringe ich sowohl fachliche Qualifikationen als auch soziale Kompetenzen mit. So kann ich Deutschlerner bestmöglich auf ihrem Weg zu perfektem Deutsch unterstützen. Das mache ich auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, du hast bereits meinen Kanal abonniert. Hier kommt die Frage Nummer 6. Was denken Sie von Ihrem letzten Arbeitgeber? Diese Frage könnte auch so formuliert werden. Warum wollen Sie Ihre bisherige Arbeitsstelle verlassen? Warum? Was ist vorgefallen? Finde eine diplomatische und positive Beschreibung der Veränderung. Im Vorstellungsgespräch solltest du niemals über deinen ehemaligen Arbeitgeber herziehen. Über jemanden herziehen bedeutet, über jemanden schlecht reden. Das sollte man generell nicht tun. Der Fokus bei dieser Bewerbungsfrage liegt also in jedem Fall auf den positiven Seiten, selbst wenn du unzufrieden warst und deshalb gekündigt hast. Und so könntest du antworten: Ich bin dankbar für die Chancen, die mir mein letzter Arbeitgeber geboten hat. Dort konnte ich viele Berufserfahrungen sammeln und meine Fähigkeiten durch Fortbildungen erweitern. Dank dieser Stelle habe ich viel für meinen weiteren beruflichen Weg gelernt und bin nun bereit, neue Herausforderungen anzunehmen. Das klingt doch sehr positiv, oder? Frage Nummer 7. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Überlege dir gut, wie deine persönlichen Ziele mit der Stellenbeschreibung zusammenpassen. Hier möchte man zum einen herausfinden, ob du längerfristig planst oder diese Stelle vielleicht als eine Art Übergangslösung siehst. Das hat niemand besonders gerne. Aber jede Situation ist sehr individuell. Mit dieser Frage möchte man aus dir rausquetschen, wie es bei dir mit dem Ehrgeiz aussieht. Bist du zielstrebig? Möchtest du noch vieles im Leben erreichen? Hast du generell den Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung und mehr Verantwortung? Oder willst du eher Punkt 17 Uhr Feierabend machen und in Ruhe gelassen werden? Was willst du? Jedes Unternehmen muss in einen neuen Mitarbeiter investieren. Dein Gesprächspartner möchte also wissen, ob es sich lohnt, dich einzuarbeiten und in die Geheimnisse der Firma einzuweihen. Lohnt es sich wirklich? Dann zeige es! Das wäre ein Beispiel für eine Antwort. Mein aktuelles Ziel ist, ein Unternehmen zu finden, in dem ich sowohl beruflich als auch persönlich weiter wachsen kann. Dabei möchte ich mich möglichst unterschiedlichen Herausforderungen stellen, um in vielen Bereichen dazuzulernen. Außerdem bin ich der Ansicht, dass das besonders gut geht, wenn ich für eine Organisation arbeite, die sich selbst stets weiterentwickelt. Und genau das sehe ich hier bei Ihnen als durchaus gegeben. Wie würdest du diese Frage beantworten? Schreib mir doch einen Kommentar. Du kannst gerne bei allen Fragen üben. Dieses Video ist für dich zum Üben. Und jetzt kommen wir zu der Frage Nummer 8. Welche Kompetenzen möchten Sie noch weiterentwickeln? Diese Frage klingt zwar einfach, aber sie ist richtig gemein. Sie bedeutet eigentlich: Was kannst du noch nicht so gut? Hier solltest du keinesfalls Bereiche nennen, die für die Stelle relevant sind. Man möchte ja Experten einstellen, die sich gut auskennen. Wenn du dich zum Beispiel um die Stelle im Kundenservice bewerbst, wo du tagtäglich deutschsprachige Kunden beraten musst, darfst du nicht sagen, dass du noch Angst vor Gesprächen mit Muttersprachlern hast und diese gern loswerden würdest. Das könnte eine kleine Stolperfalle sein, sogar eine große.
Daran könnte es also scheitern. Die Stolperfalle bedeutet etwas, was eine Gefahr darstellt. Eine Gefahr für deine neue Stelle, für deine neue Arbeit. Und das wollen wir nicht. Du kannst gern ungefähr so antworten. Ich entwickle mich gern sowohl auf der persönlichen als auch auf der beruflichen Ebene weiter. Aktuell arbeite ich schon mit vielen Programmen, aber ich würde gerne immer wieder neue Tools kennenlernen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wer möchte das nicht? Das klingt motiviert und zeigt keine Schwächen. Du kannst alles sehr gut, oder? Frage Nummer 9 ist auch sehr interessant. Wie gehen Sie mit Kritik um? Jetzt mal ehrlich, wer arbeitet schon gern mit Kollegen zusammen, die Kritik immer persönlich nehmen und gleich beleidigt sind? Das mag niemand. Wer beratungsresistent ist und gute Ratschläge ignoriert, darf nicht auf ein angenehmes Arbeitsklima hoffen. Man sollte deshalb Kritik als Möglichkeit zu persönlichem Wachstum und als Chance sehen, die zu jeder Zusammenarbeit im Team dazu gehört. So könntest du antworten. Kritik sehe ich als eine der besten Möglichkeiten, mich zu verbessern. Ich bin immer dankbar für konstruktives Feedback und versuche, dieses direkt umzusetzen. Was ich vielleicht nicht sehen kann, fällt meinen Kollegen auf. Gemeinsam sind wir noch stärker. Diese Antwort haut jeden Chef um. Und ja, wir sind schon bei der Frage Nummer 10 angekommen. So schnell ging's. Und die letzte Frage lautet: Haben Sie noch Fragen? Der Personaler könnte diese Frage auch so formulieren. Gibt es noch etwas, was Sie gerne wissen möchten? Dies ist eine typische Abschlussfrage. Sie darf in keinem Bewerbungsgespräch fehlen. Sag also niemals nein. So eine Antwort könnte mit schlechter Vorbereitung und mangelndem Interesse gedeutet werden. Zeige stattdessen, dass du ernsthaft am Unternehmen und an der Position interessiert bist. Bereite schon mal einige Fragen für ein Vorstellungsgespräch während deiner Unternehmensrecherche vor. Am Ende des Bewerbungsgesprächs bist du wahrscheinlich schon erschöpft und froh, dass du es endlich hinter dir hast. Aber gib noch mal bei dieser letzten Frage Gas. Hier kannst du sogar dein Notizbuch rausholen und deine Fragen präsentieren, denn das zeigt wieder, dass du dich gut vorbereitet hast und dass du dir Gedanken gemacht hast. Das könnten die möglichen Fragen sein. Was wären denn ganz genau die größten Herausforderungen in dieser Rolle? Was muss ich über mein Team wissen? Wie sieht die Einarbeitung bei Ihnen aus? Wenn man dich also fragt, haben Sie noch Fragen, dann kannst du ungefähr so antworten. Ja, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit. Die meisten wurden ja schon während unseres Gesprächs beantwortet. Aber ich hätte tatsächlich noch ein paar Fragen, die mich sehr interessieren. Sie haben das tolle Arbeitsklima erwähnt. Was muss ich sonst noch über das Team wissen? Und wie sieht die Einarbeitung bei Ihnen aus? Und welche Fragen würdest du am Ende eines Vorstellungsgesprächs stellen? Was wäre dir wichtig? Schreib diese Fragen unten in die Kommentare. Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und geholfen hat. Und wenn du alle Fragen aus dem Video noch einmal schriftlich bekommen möchtest, dann lade dir doch mein kostenloses PDF herunter. Da ist es. Den Link findest du direkt unter diesem Video. Gibt es eigentlich ein Thema, das du immer noch nicht verstehst? Brauchst du Hilfe beim Deutschlernen? Was genau macht dir Kopfschmerzen? Wortschatz, Grammatik? Dann schreib mir bitte einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir zu helfen. Und wir zwei sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und viel Glück beim Bewerbungsgespräch. Tschüss! Und was denken meine Mitarbeiter von mir?